So, die neue Aufnahme läuft hoffentlich. So, ich schaue nochmal ganz kurz. Läuft sie? Sie läuft, sehr schön. Nein. So. Und damit wieder recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Anno 2070 hier mit dem Maifrosch, dem Inkabra und dem LOLplays und meiner Wenigkeit. Wir spielen zusammen Anno 2070 im Multiplayer und wir sind hier am Aufbauen. Unsere Gegner sind alle scheiße, deswegen müssen wir so schnell es geht Militär anschaffen. Yeah! So. Nächstes Mal bitte noch schneller. Und moin Katie Bones, herzlich willkommen im Stream. So, und jetzt werde ich mal ganz eben kurz und schnell mein Versprechen einlösen, was ich letzte Folge gegeben habe. Ich bin gleich wieder da. Festland. Oh, eine neue Insel. Der LOLplays macht an der Stelle gerade mal weiter, auch wenn man es leider nicht sieht. Aber doch, konnte man nicht genau. Irgendwie? Für unsere eventuell neuen Zuschauer gesagt, wir spielen nämlich jeweils in zwei Gruppen Koop und dann gegen schwere Gegner noch. Genau. Der Maifrosch kann ganz kurz erklären. Ich hole die Überraschung. Philipp, bau in der Nähe des Kraftwerks in der Stadt aus, wenn es geht. Okay, weil dann baut das mehr Strom. Ich guck mal nach unserem Schiff ein bisschen, ja? Das fährt gerade nach Hause und bringt uns Munition. Ja, ich wollte danach hier ein bisschen Beziehungen aufbauen. Das kam einem auch durch Handeln, oder? Ja, aber wir müssen eine zweite Insel mal bauen, damit dass wir weiter hochkommen. Wir müssen Gemüse bekommen. So. Zuallererst will ich mir erstmal ein Glas Flüssiges eingießen. Wir haben immer noch kein Werkzeug. Irgendwie unsere Werkzeuge. Ich muss gestehen, ich hab Scheiße gebaut. Ah, du bist am Bauen? Ja. Registriere. Musste man Gemüse kaufen? Warte, ich bringe jetzt mal ganz schnell das Werkzeug rauf, weil ich habe 23. Nein, können wir anbauen. An okay. Dann habe ich eine Gemüseinsel. Was planst du gerade zu bauen? Sand unten mal eine. Ja, links. Eigentlich habe ich gebaut die unten Mitte. Die. Hatte ich mal geplant. Die große mit Gemüse und Wein. Die. Munitionsfabrik? Nee. Oh. Burger. Ah, wir müssen Rohstoff. Wir haben kein Gemüse hier. Ja. Ach, ich das auch noch. Ja, also deswegen entweder holen wir uns eine Insel, wo es Gemüse gibt. Gemüse gibt's hier unten. Beim Trenchy. Aber da gibt's. Oh, die Insel ist scheiße. Ja, die ist extrem scheiße. Ja, aber Gemüse gibt's auch weiter rechts unten, ja, die zweite. Ja. Gerade entdeckt. Aber da gibt's. Aber Gewürze kann man überall anbauen. Umweltverschmutzung. Ja. Dann holen wir uns ein Saatgut, wenn wir finden. Könnte schwierig werden mit Gemüse. Ja. Gut. Oh. Ich war's nicht, ich hab das Werkzeug nicht gestohlen. So, jetzt ganz kurz. Meine persönliche Empfehlung, ja. Das habe ich gerade im Einkaufsladen entdeckt und ich bin sehr, sehr, sehr angetan davon. Viele von euch kennen vielleicht noch die von Zopp Monte, diese geilen, nussig schmeckenden, Pudding-ähnlichen Becher oder Becherinhalte, besser gesagt. Wenn das noch jemand von euch kennt, dann empfehle ich an dieser Stelle sehr den Zott Monte Snack. Er schmeckt abartig geil. Das wollte ich nur mal. Wie viel Cent hast du jetzt bekommen? Bitte? Wie viel Cent hast du jetzt bekommen? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich kriege ich eher eine Anklage an den Hals, warum ich das in die Kamera gehalten habe. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist so geil, die Dinger. Ich habe die jetzt neu entdeckt. Und oh, wir haben Werkzeug. Darf ich es für die Einwohner verbraten? Nee, ja. Auf keinen Fall. Die schmecken so genial, ey. Jetzt darfst du es verbraten. Der Hans ist da. Doch, so fünf, also die Schlägerei voll. Grüßen wir auch Hans. Die hätten sie sehen müssen. Grüß dich, Hans. Hast du, wie viel haben wir jetzt an Produktion hier hinten? Hast du noch Werkzeug gemacht? Ja, zwei Werkzeugmacher rein. Sehr schön, sehr schön. Ja, reicht das mit einem Schaufelbagger hier? Ja, habe ich nachgeschaut. Sicher? Schaufelbagger ist doppelt so effizient wie unbekannte Küste. Das, was du in der Dinghaus, in der Stein. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Ich habe auf der Ding nachgeschaut. Auf der Aber ich habe vorhin auch mit der App geschaut. Da war eigentlich 1-1-1. Also quasi einmal. Ach so, nee. Das passt schon. Okay. Bei Werkzeug, gell? Produktionsstillstand. Ja. Ja, mal ganz kurz schauen. Do müssen wir auch herstellen. Alles 100%. Ah, zwei Werkzeugfabriken.
Aber warte mal. Ja, 2 at 100% steht da. Ich habe hier unten nämlich nur eine gebaut. Hattest du die schon, hattest du schon eine neue gebaut? Oder wo haben wir jetzt unten drei? Eine gebaut? Hier unten hatte ich nur eine gebaut. Ach, hier? Ja. Ach so, ich wundere mich schon die ganze Zeit, wo das Werkzeug herkommt. Ich habe jetzt noch eine zweite hingebaut. Ach, egal. Ja. Jetzt haben wir genug Werkzeug. Ja, genau. Ja, du kannst noch eine zweite hinbauen, auf jeden Fall, weil sonst hast du irgendwie Kohle im Überschuss. Schau mal nach in Lager. Ja. Wollen wir gerade. Nee, Eisen. Nein, Eisen hast du im Überschuss. Energieknappheit. Oh oh. Aber ist eh nicht schlecht, lass mal weg. Also, nee, jetzt ist schon wurscht, dass wir hinbauen. Wir brauchen noch ein weiteres Kraftwerk. Eisen braucht man für. Ja, bau du mal, sonst brauchen wir uns wieder doppelt. Ja. Übrigens, herzlich willkommen im Stream, Schiffe. Hans 1111. Mann, ich wollte ja gerade. Grüß dich. Wir können, also ja auch alle, wir können ja auch alle gleichzeitig auf 3. 1, 2, 3. Hallo Hans. Hallo Hans. Das üben wir aber nochmal. Ja, nochmal. Herzlich willkommen im Stream, Hans oder sowas. 1, 2, 3. Herzlich willkommen im Stream, Hans oder so. Was? Ja, oder du. Sowas. Klang so richtig euphorisch. Huch. Brauchen wir jetzt noch Werkzeuge? Bitte? Ach, automatisch gespeichert. Gespeichert? So, ich erweitere mal unser Wohngebiet. Huch, meine Maus ist auf einmal so schnell. Mhm. Nee, ich bin mit dem Schiff runtergefahren. Brauchen wir jetzt noch irgendwie Werkzeuge? Immer, eigentlich, immer. Ja, dann kaufe ich hier mal schnell ein. Huch. Sebastian? Ja. Willst du die neue machen und ich mach oben weiter? Ja, die Insel hat wohl auch ein bisschen negativen Ökobilanz, aber es gibt keine mit dem anderen Scheiß. Ordentlich. Hörst du die Ökos im Hintergrund? Quatsch! hast du nicht die Produktion für Strom schon gemacht? Nein, hast du nicht. Oder wo hast was du haben die wir? Gemacht? Stromproduktion. Gebäudeauswahl vergrößert. Nee, müssen wir noch. Minus 3. Ja. Ah, wir haben Werkzeug. Okay, ja, vorhin ging's noch nicht. Warte, ich hau mal rein. Ich muss mal eben auf den Niklas eingeben, der uns hier Schleichwerbung unter hier stellt. Das jetzt war ganz Ambus offensichtliche haben? Werbung. Das war keine Schleichwerbung. Ach schau, auf jeden Fall. Schleichwerbung würden wir nie machen. Nein. Wir sagen einfach direkt Werbung. Lifestyle! Sie wollen Lifestyle! Dann stylen wir doch ein bisschen ihr Life. Wir können doch gar nicht bauen. Hä? Hey, schon. Ach nee, Medienprogramm. Hä? Warte mal, vielleicht bin ich gerade doof. Warte mal, da muss ich nachschauen. Ich glaube, du brauchst nämlich 3 von den Ölbohrern. Lifestyle, ne? Lifestyle da wird. Ach so, ach, da brauchen wir hier die Kunststoffe dafür. 3 Ölbohrer und dann kannst du eine Ölrefinerie bauen. Ja, können wir das überhaupt schon? Ja. Also Ölbohrer, ich kann schon. Wo kommen bauen die denn hin? Auf nee, keine Rohstoffe verfügbar. Was soll denn der Blödsinn? Ja, hier ist kein Öl auf der Insel wahrscheinlich. Bei der Unterwasser wäre das halt gescheiter gewesen, weil da brauchst du nämlich nur eins, aber ja. Was? Gut, Wurscht. Banane. Die Map schaut jetzt unten aus wie so ein Anker. So ein verformter Anker. Also ich finde das cool, wenn ich so in dem Stream gucke, ihr habt genau dasselbe wie wir so aufgedeckt und oben so einen ganz dicken. Ich hätte jetzt gesagt, so Flecken, unerforscht. Ja, weil das sind Gerüchte. Der ist übrigens, was bedeutet Ankunft von Keto? Oh. Da kommt so ein riesiges Schiff, so ähnlich wie halt das von Sarkov. Nur halt, dass dieser bewaffnet ist und das wird eine gewaltige Schiffe draufsteckt. Es geht, ich glaube, ich habe sie auf normal mal gestellt und ich habe erwartet, dass sie mit Flugeinheiten kommt und so weiter, aber es gar nichts kommen. Vielleicht kommt sie auch schwer. Da müssen wir nämlich Flugabwehr ins Zentrum, also überall stellen. Wohin fährst du mit dem ganzen Material? Alles im Lot? Zu dir. Weil du gerade ich bin auf der anderen Insel. Ich habe jetzt eigentlich Methoden schon gemacht für die Bürger. Stimmt doch so, oder? Moment, ja. Kurz. So, läuft unser Geschütz schon? Eher diese Ölquellen für das Programm zweites. Es ist, ja. Schon, es ist schwierig nachzuverfolgen, was wer sagt gerade. Ja, es ist echt. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Und dann sagt niemand mehr was. Und es entsteht voll das Chaos, weil jeder einfach für sich selber baut. Das ist bei uns aber, glaube ich, gerade eh.
Huch, da der Niklas fragt gerade, was ich auch sehr interessant finde, ob es das Update gibt, dass man kein Internet mehr braucht für 2070, wie ich bei 14.4. Kein Plan. Dafür spiele ich das Spiel viel zu selten. Ich glaube, das geht nicht hier. Nicht? Huch, was war das denn? Was denn? Ja, ich habe falsche Tasten gedrückt. Ah, hast du automatisch bauen gelassen, bauen tun wollen, müssen, sollen. Was denn das für eine Scheiße? Der Bauplan fürs Gemüse ist ein Bauplan vom Hafen aus. Nicht von einem Konto an Land. Aber auf die Insel hat doch ohne Bauplan Gemüse. Ja, war schon. Nee, zum, wie man es am besten. Ach ja, nehmen wir noch die fehlende Fruchtbarkeit, das habe ich jetzt gar nicht aufpasst. Die wollten mir irgendwie holen. Schauen wir mal, ob die Sackkopf hat. Ob das irgendjemand hat. Was brauchen wir denn schon nach? Gemüse, gell? Wir brauchen Gemüse, aber wir haben auch keine Lizenzen, dass wir uns irgendwie ein Saatgut kaufen könnten. Ja, schaut recht mager aus mit den Lizenzen. Kein Saatgut. Ja. Ich muss aber sagen, mir geht ein bisschen der Northburg ab bei 2070. Was ist mit dem? Ja, der geht mir ab. Er geht dir ab? Ja, der hat eine wichtige Rolle gespielt, finde ich. Und besonders diese komische Computerfrau da, die geht mir am Arsch. Was ich richtig schlimm finde, ist, dass die nicht bauen. Dass sie nicht bauen. Dass sie wirklich nur noch diesen Kontor haben. Ja. Ja. Das stimmt echt. Ich kann euch Saatgut, kann man Saatgut verkaufen? Ja, bestimmt irgendwie. Dann würde ich es euch verkaufen für recht viel. Ja, für recht viel. Ja, hast du's? Also ja, gleich, Saatgut? Ja, ich bin dabei. Ach, wo ist die von Sackhoff? Also wir haben 13. Wenn ich es euch verkaufen kann, würde ich es kaufen, ja. Du kannst es uns sicher verkaufen. Wenn du es in Verkauf stellst, glaube ich schon, dass du es machen kannst. Also nein. Ich gebe mir nicht aus. Oder wir spenden euch Kohle und ihr schmeißt es rüber. Nee, holt, kauft euch das doch einfach selbst. Mit welchen Lizenzen? Ach, braucht man dafür Lizenzen, oder? Ja. Philipp, wo ist unser Bildchen? Das fährt gerade hoch. Gut, weil dann könnten wir 10 Munition an Sarkov liefern. Da haben wir auf der Hauptinsel, ne? Ja. Okay, dann fahr ich weiter. Wir müssen die Insel erschließen, damit wir unser Gemüse anbauen können. Tun wir das Gemüse einfach extern und die Burger da produzieren und machen dann eine Route, oder? Ja, machst du das kurz. Oder mach ich das? Ich bin gerade am Innenstadt ausbauen. Innenstadt ausbauen? Ja. Damit wir hier noch ein bisschen Kohle rankriegen. Da los. Ich wünschte, jemand würde sich ein Herz für uns kleine Leute nehmen. Gut. Zwei Personen finden in der City. Ja, mach das. Ja, ich versuch's. Das sind so unnötige Aufträge. Ja, Auftrag ist Auftrag. Du wärst auch so ein Profikiller, ne? Ich? Ja. Was soll meine Freundin umbringen? Okay, Auftrag ist Auftrag. Wieso nicht? Alter, da ist eine Person, ich habe eine gefunden. Da ist eine. Haben Sie wirklich meine Bitte erhört? Nein, aber ich weiß gar nicht. Yay, 13 Tonnen Kunststoffe und Lizenzen. Ich weiß aber nicht, ob das schon ausreichen könnte, dass wir vielleicht ein Saatgut bekommen könnten. Wie einfach die Bäume weggerupft hat, ja? Rundrum. Oh. Wer? Ich weiß nicht, ja, du wahrscheinlich. Da fehlen Bäume. Ja, das war ich. Ja, siehst du. Ich bin also, kein Baumfreund. Die Bäume hier am Killen, ey. Am Ende, du hättest uns noch die Myforge Company auf dem Hals. Um 500 Credits kann man da Item-Angebot wechseln. Braucht ihr Gemüse, oder? Ja. Der untere hat es. Also die Insel von ihm rechts. Die hat es gerade drin. Welche? Von uns aus, nach rechts, hat er eine zweite Insel und da hat er gerade Gemüse drin. Ich sehe da keine Zeit, wo ist denn jetzt eine Insel, die besiedelt ist? Die habt ihr noch nicht aufgedeckt, wenn ich so im Steam gucke. Die ist auf einer Linie von euch über unsere Insel weiter nach unten. Ach, ich fahre da mal hin. So, ich glaube, ich habe gerade einen halbwegs ordentlichen Bauplan entworfen, um Gemüse anzubauen. Niklas, es ruckelt ein wenig im Stream, ich gucke auch gerade. Das liegt wahrscheinlich daran, weil der das nicht geschafft hat, das Spiel zu erkennen, dass er das direkt
quasi wie Fraps aufnehmen und dann direkt übertragen, sondern ich übertrage einfach einen Bildschirm. Anders hat das nicht gerafft. Ansonsten ist, ich glaube, 60 FPS habe ich jetzt trotzdem gerade nicht. Aber es ist eigentlich okay, also geht. Kaum mit leben. So, was hatten wir da gerade? Was habt ihr eigentlich gerade erzählt? Ich glaube, ich habe euch gerade unterbrochen, tut mir leid. Wir haben dir nur gesagt, wo du Saatgut herkriegst. Wo war das? So, nochmal wiederholen tun wir es nicht. Oh, ihr seid so gemein. Ich rufe jetzt meine Mama an. Tue das. Mama, das ist wieder böse Mensch im Internet. Was sind denn das für Ungeziefer da drinnen im Wasser? Schlammkrabben. Sind die bösen Menschen, oder? Registriere unbekanntes Individuum auf dieser Insel. Registriere unbekanntes Individuum auf dieser Insel. Einfach Vadim Sokov, ja. Was ist das bitte für eine Insel? Das nicht. War mir auch gerade, aber es gibt... Ist das Gemüse? Nee, ist Obst. Obst hat's hier. Hier wächst eh nichts mehr, ey. Wo der seinen Fuß hingesetzt hat, da ist alles platt. So, doch, da ist Saatgutgemüse mit verkauft. 162. Wir brauchen aber ein paar Lizenzen. Guten Tag. Ja, dann können wir irgendwo Auftrag anfordern. Da bräuchten wir Lizenzhandel. Dafür brauchen wir aber 60 Punkte Einfluss. Und dafür bräuchten wir. Was wünschen Sie? Dafür bräuchten wir nochmal 25.000 Credits. Wir brauchen einen neuen Fischer. Wir brauchen Drogen. Die Drogen brauchen wir nicht, wir brauchen Lizenzen. So, was ist das Gleiche. So, okay. Ja. Ich mach mal eben ausbauen. Achtung, Wohngebiet. Bam! Erweitert. Oh, ich glaube, unser einer Fischer kann nur hier per Luft abgeholt werden. Einer, 1, 2, 3, 4 nicht, nur per Luft. Ja, das ist, glaube ich, nicht so gut. Ja, du hättest doch die andere Seite mal, da kann man noch einen Weg hin, Bastian. Wir brauchen noch 5 von diesen komischen Platten da. Welche Platten? Ja, dieses Atomkacken. Atom. Was? Beton. Kann man hier noch einen Marktplatz hinstellen? Vor allem Marktplatz. Warendepot. Ich kriege jetzt nichts für so einen Auftrag einfach her, gell? Ich, bin mir gerade unsicher, dass die Ware für die Bewohner ausreichen. Entweder werde ich befördert, ja, oder gefordert. Das ist... Spirituosen sieht noch gut aus. Warte mal, ich kann ja mal nachschauen. Vielleicht denkst du erst nach, bevor du... warte mal, ich will mal ganz kurz durchrechnen, was wir theoretisch bräuchten. Ja, warte, ich mach das schon. Murphy, wie sieht eigentlich deine Bilanz aus gerade? 678 plus. Und es ziehen gerade haufenweise neue Leute ein und ich habe die Steuern alle auf normal oder sogar sehr grün. Auf sehr grün? Sehr grün, ja. Aber sehr, sehr grün, ja. Schon das dritte Mal heute, dass Google irgendwie mein Handy ihre Eingabe konnte leider nicht erfassen. Hier, warte, hör mal. Haben Sie hier nicht das Sagen? Ich glaube, Sie sind ja ganz okay. Ich höre. Nee, doch nicht. Manchmal fängt das Handy auf einmal an zu reden, weißt du? So aus heiterem Himmel. Es redet einfach drauf los, weißt du? Müsstest es einfach knallhart anbrüllen dafür. Was hast du denn für ein Handy? Samsung Galaxy S5. Ah. Das war jetzt Schleichwerbung, Niklas. Analyse der Zusammenhänge zwischen Massenmedien. Wir brauchen 3 Kurse. Ist jetzt die Frage, war das eine positive Werbung oder nicht? Wieso hast du 5 Fische? Wir brauchen 3,7. Ja, dann ruf die anderen wieder weg. Ich war mir unsicher. Deswegen warte. Deswegen wollte ich ja nachschauen. Du mal jetzt nicht nur einschläfern. So, der Morph guckt einfach bei uns die ganze Zeit ab. Das ist das Problem. Wir brauchen... Weil wir Scheiße bauen. Wir brauchen... 1,6 von diesen komischen Lifestyle... Wir brauchen einen folgenden Cut. Einen folgenden Cut. Einen folgenden Cut, genau. Aber wir haben gerade ein Feuer bei uns. Machst du das bitte auch? Sokov hat einfach mit 3... Wie mache ich Feuer aus? Mit einer Feuerwehr, glaube ich. Und die findest du unter... Bei Eve. Die F-Taste. Bei Eve gibt es Katastrophenschutz, Eve, Feuerwehr. Ich denke, die Katastrophen sind auf schwer eingestellt. Jawohl. Wieso, warum eigentlich Feuerwehr -1... Ökobalanz. Ach, da hinten brennt bei ihm. Bei uns haben wir eine kritische Ökobalanz. Wow, ist die groß.
Schauen wir uns die Stadt gerade mal so schön in der Postkartenansicht an. Ah, ich schaue mir sie auch mal an. Baue ich die Feuerwehr lieber außen oder lieber mittendrin? Da, wo es Feuer ist. Ja, und danach reise es am besten gleich wieder ab. Ja, wenn es aber keine Baukostenrückerstattung hast, ist es ziemlich doof. Es gibt welche, halbe, glaube ich. Achso. Nee, wir haben sie außen gemacht. Keine Ahnung, hat er gesagt. Jetzt steht sie ziemlich beschissen, aber jetzt steht sie. Oh, das war ja easy. So, jetzt können wir die Folge beenden. Gut. Feuer ist beendet. Ja, wunderbar. Also, besten Dank fürs Zuschauen wieder an alle in dieser Folge, zusammen mit dem Maifrau-Stinden Cabra und dem LOLplays und meiner Wenigkeit. Ja, also bla bla, Anno 2070 Multiplayer, langsam kennt ihr alle auswendig. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von, Let's Play Together Anno 2070 Multiplayer mit Maifrosch in Cabra und LOLplays und meiner Wenigkeit. Kannst du dir nennen und ausdenken, wie du möchtest. Also dann, bis zur nächsten Folge. See ya. Tschüss.